Weißt du, sie ist eine Flamme. Eine Flamme, sie kommt im roten Kleid. Sie ist eine Flamme. Eine Flamme, und sie kommt im Ich heiße Hans-Ueli Reiser, ich bin Pfarrer hier an der Thomaskirche und biete den Rap-Gottesdienst-Workshop an für die 8. Klasse. Es ist so, dass ich den Lohn Lödig eingeladen habe als Rapper, als Trainer. Und sie zeigen uns in diesem Workshop, wie man Rap entwickelt, rhythmisch, vom Text her. Meine Motivation ist ganz klar, mit Kindern und Jungen und Jugendlichen arbeiten. Da kommt immer sehr viel Neues, Inputs. In der Musik ist immer das Neue von den Jungen gekommen. Ich habe einen Kurs gewählt, der vor allem wegen Lohn und Ledig gehalten, weil ich wirklich mega Fan bin von ihnen und eigentlich auch fast nur noch Musik von ihnen höre. Rappen ist sicher auch noch cool und vor allem noch mit ihnen zusammen. Im roten Kleid. Zuerst haben wir so wie eine Einleitung bekommen, dann haben wir so ein bisschen gespielt mit ihnen, ja, es war noch lustig. Und dann haben wir das Mittag gegessen und dann sind wir noch ein bisschen Texte schreiben. Und ja, jetzt sind wir so am Üben und wir hoffen, dass morgen alles gut geht. Ich habe den Gottesdienst gut gefunden, weil er ist, ja, ein bisschen anders war als normal. Er ist nicht so, wie soll ich sagen, mit diesen ganzen Litaneien und so vorhanden gewesen. Er hat auch gewisse Sachen in Frage gestellt. Ist interessant gewesen natürlich, ein bisschen näher am Zeitgeist. Es berührt mich leider gar nicht. Ich komme seit einigen Momenten eher nicht mehr, wenn ich das weiss. Ich habe gerne einen ruhigen Gottesdienst in sich gekehrt, das, was halt leider heute nicht mehr so modern ist. Schöne Musik jetzt gehabt. Die finde ich manchmal schwer. Das war sehr belebend und schon auch gut. Gute Beiträge von den Kindern. Super. Ich habe gemerkt, sie hat einen guten Zug drin, es ist Abwechslung. Und die Leute sind sehr aufmerksam. Richtig die Plausch gehabt.